Hallo, ich bin der Thomas von der Firma Kagelclips und bin mittlerweile seit 1,5 Jahren im Unternehmen. Bin für den Vertrieb zuständig und für vieles andere. Und die Andrea und ich, meine Frau, haben uns endlich jetzt auch dieses Jahr einen Wunsch erfüllt. Und den möchte ich heute präsentieren. Das ist der Castello. Er hat auch einen Namen, Olivo. Wir haben ihn so getauft, weil wir mit Oliven viel zu tun haben. Wir lieben Olivenöl. Die Farbe ist auch in diese Richtung gegangen und deswegen Olivo. Des Weiteren fangen wir jetzt außen an beim Auto. Wir haben uns für eine spezielle Lackierung entschieden, und zwar die Raptor-Lackierung. Ist eine spezielle Lackierung aus dem Offroad-Bereich, ist sehr widerstandsfähig, kratzfest, natürlich auch in gewisser Weise gegen einen Hagel. Und das Auto sollte natürlich sehr lange halten. Deswegen Raptor-Lackierung. Und einmal was anderes, sieht man es sehr selten oder noch nicht so oft. Weiters haben wir uns entschieden, in der Bereifung ein bisschen schon zurückzugehen von der Grobstolligkeit. Wir haben da ein bisschen eine softere Version genommen, und zwar den Wildpeak Falken. Total super. Leise, auch vom Spritverbrauch her überhaupt kein Thema nicht, kennt man keinen Unterschied nicht zur Originalbereifung. Hat Lamellen, der was auch im Winter relativ gut ist. Genau. Weiteres, wenn wir jetzt da ein bisschen nach hinten gehen, wir haben ein bisschen andere Fenster genommen. Wir sind da im eckigen Bereich geblieben, quasi an den Ecken, sonst sind sie immer sehr abgerundet. Das ist eben ein eigenes Fenster, schließt vorne in der Front komplett ab und gefällt uns irrsinnig gut. Ja, weiters haben wir uns dann natürlich für eine Markise entschieden. Da ist es nicht besonders viel zum Sagen. Was neu ist bei der Markise, ist die Regenrinne, die neue von der Firma Flexibu. Was wirklich komplett durchgeht, wird speziell befestigt mit einem Kleber und ist wirklich jetzt dicht. Da kommt jetzt dazwischen kein Regenwasser nicht mehr runter und ist sehr aerodynamisch. Also das ist wirklich eine super Geschichte, was da entstanden ist. Beim Moskitonetz haben wir uns entschieden für die Version mit Magneten zum Reingeben. Das geht relativ schnell, total easy, nicht kompliziert. Der Vorteil ist, es kann eigentlich jetzt nichts kaputt gehen in dem Bereich. Ich kann es auch relativ schnell runtergeben. Und da ist eben ganz einfach mit Magneten und zusätzlich auch mit einem Reißverschluss zu verschließen und funktioniert wirklich super und einfach und ist stabil. Ja. Des Weiteren haben wir oben ein Aufstelldach für weitere 2 Personen. Also wir haben für 4 Personen einen Schlafplatz, aber wir haben das Aufstelldach deswegen dazu genommen, damit wir, wenn wir super stehen an einer super lässigen Location am Meer oder irgendwo, dass wir oben schlafen können. Das ist richtig Freiheit, weil herunten ist schon sehr schallgedämmt. Wir haben super isoliert und es ist eben ein ganz anderes Gefühl, herunten zu schlafen wie oben. Für den heutigen Drehtag haben wir uns einen wunderschönen Herbsttag ausgesucht, aber leider nur 3 Grad und deswegen schon etwas kalt. So, im Heckbereich will ich euch nur mal das Aufstelldach zeigen. Das hat man vorher eher schlecht gesehen. Zum Aufstelldach nur dazu gesagt, Schlafbreite von 1,25 und volle 2 Meter Länge. Also echt super und bequem und großzügig gestaltet. Jetzt gehen wir in den Heckbereich, jetzt mache ich die Türen auf, dass man mal sieht, wie die Garage aussieht, weil es ist ein King-Size-Bett mit Garage. So schaut das aus. Wir haben das abdeckt mit einem Tuch. Genau, so sieht quasi das King-Size-Bett aus, als Querschläfer. Wie gesagt, da schlaft man Kopf hier, Füße da oder umgekehrt, wie man will. Genau, das ist ein Querschläfer, zum Gegensatz zu einem Längsschläfer. Genau. Im Heckbereich sieht man, und der war für uns wichtig, wir haben Vorräder, wir haben Mountainbikes, Rennräder, wir haben Ice-Ups quasi, also aufblasbare Paddleboards. Und das hat alles Platz haben müssen, das war uns ganz wichtig. Und deswegen geht es eigentlich nur mit der Garage. In dem Bereich. Da haben wir jetzt einmal den Auszug für die Fahrräder. Da haben wir jetzt ganz einfach 2 vollwertige Bikes Platz
Ob Mountainbike, ob E-Bike, das geht sich alles in der Tiefe aus. Man muss nur die Vorderräder runtergeben. Dann gibt es von der Firma Bikeholder, die was wir verwenden für die Gabel, die verschiedensten Halter. Die werden dann da platziert. Da ist es für ein Bike, da wäre das zweite Bike. Und dann ist das Ganze eigentlich relativ einfach verstaut und sicher verstaut. Genau. Genau. Auf der rechten Seite haben wir dann noch Platz für unsere Eisabs. Für zwei Stück. Dann haben wir uns da eine Manschette herbauen lassen, wo unser Sporttaschen Platz hat. Die ist speziell eben wartiert für eben die Sachen vom Paddeln, fürs Radlfahren und alles. Da ist das ganze Equipment drinnen. Und dann gehe ich jetzt auf die rechte Seite um, weil auf der linken Seite haben wir unser Außenduschmodul. Ganz neu mit 31 Liter, mit Boiler, mit Anzeige des Füllstandes. Man kann es von außen befüllen. Wir haben da sehr hochwertige Brause. Genau, die kann man heute überall befestigen. Genau, und duschen. Des Weiteren haben wir auch da die Möglichkeit, die Brause herzugeben. Jetzt drehe ich das um. Ist gescheiter, dass man im Hinterbereich brausen kann. Also wir haben da verschiedenste Möglichkeiten. Es wird auch dann da mal eine Vorhangschiene geben, aber das sieht man dann auf der CMT im Jänner. Jetzt kommen wir nur zu den Hecktüren, die was wir bei Cargo Clips komplett ausnutzen. Man sieht das jetzt da in dem Bereich. Da haben wir unsere Campingstühle befestigt, unseren Campingtisch. Und das Schöne ist ja an Cargo Clips, dass wir mit den Öffnungen, mit unserem CC-Lochsystem eigentlich alles befestigen können, was möglich ist. Ich zeige euch das einmal ganz kurz her, weil das hat ja noch gefehlt bis jetzt. Das ist unser Cargo Clips, das ist eigentlich das Besondere an dem ganzen System. Den kann ich heute überall reindrehen, verdrehen, andrehen und dann kann ich heute Applikationen raufgeben wie Haken, Klettverschlüsse, Druckknöpfe, das Ganze mit M6-Gewinde. Das sieht man jetzt einfach da einmal mit einem Haken. Ich habe da die Zurgurte befestigt. Des Weiteren sieht man auch da oben unseren schönen Flat-Clip, der was ganz flach ist, mit einer Ringöse drinnen. Genau. Was ich nur sagen wollte, ist, wir haben uns gegen Plissés entschieden. Wir haben da unsere persönliche Note reingebracht, aus gewissen Gründen. Der Andrea kann gut nähen. Und jetzt zeige ich euch das ganz kurz, wie das ausschauen kann. Das ist ganz einfach, mit Druckknöpfen befestigt oben, mit Magnete hält es. Man kann sein eigenes Design wählen und seine persönliche Note in das Auto reinbringen. Und das ist auch das Schöne an Cargo Clips. Dass einfach das nicht von der Stange ist, sondern da kann man selber weiter tun, man darf und man kann seine persönliche Note reinbringen. Das Ganze ganz einfach wieder nach oben gedreht. Man kann auch da eine halbe Position machen. Wenn ich sage, okay, das Ganze ist mir zu weit oben, dann macht man halt das bei der Hälfte. Genau, und somit ist nur die Hälfte unten. Das Moskitonetz haben wir so gelöst, dass wir oben hinter der CC-Wand eine Vorhangschiene reingegeben haben. Die kann man auf die Seite schieben. Unten haben wir Magnete reingenäht. Das Ganze halt total super, ist unkompliziert, es kann nichts kaputt werden. Und ja, es ist echt eine tolle Geschichte, dass man das bei Cargo Clips umsetzen kann. So, jetzt sind wir im Innenbereich unseres Castellos. Ein bisschen wärmer wird es schon. Was ich überhaupt noch nicht angesprochen habe, ist das Echtholzfurnier. Das ist Risseiche Natur. Für das haben wir uns entschieden, weil es einfach zum Olivgrün einfach super passt. Des Weiteren stehe ich jetzt da vor unserem Querschläferbett. Da sieht man jetzt auch die Ausbuchtungen auf der linken Seite. Das sind eben quasi die Ohren, damit eben die Breite von 1,93 zusammenkommt. Genau, als Querschläfer, also von links nach rechts. Des Weiteren wäre das King-Size-Bett noch zusammenschiebbar um 70 cm, dann würde ich quasi den Platz da noch haben. Indem dass wir aber uns entschieden haben, Fahrräder in der Garage zu haben, haben wir da unseren Verbau, damit man von der Garage nichts sieht. Und das ist das Ende, wo unsere Bikes stehen. Deswegen ist es für uns nicht notwendig und wir können das Querschläferbett so lassen, wie es ist. Das ist das Vorteil vom Querschläfer. Man muss es nicht zusammenschieben, zusammenräumen. Bei einem Längsschläferbett würde das Bett bis daher gehen. Und man müsste das Bett
immer zusammenschieben, um einen Raum zu haben. Deswegen für uns einfach nur interessant das Querschläferbett. Des Weiteren haben wir da uns für den 90 Liter Dometic entschieden, rechts, links, total praktisch, groß, mit Gefrierfach. Dann ein neues Modul, was entstanden ist durch diesen Grundriss. Also ich habe das Fahrrad jetzt nicht neu erfunden. Es ist eigentlich ein sehr, einfach für uns einfach der beste Grundriss und den gibt es ja schon des Öfteren. Dieses Modul hat es aber bei uns noch nicht gegeben. Das ist jetzt quasi ein Apothekerschrank. Der hat da noch Platz gehabt. Da sind schöne tiefe Schubladen. Man kann ja nicht Platz genug haben. Also da gibt es drei davon, von diesen Schubladen. Auf der hinteren Seite auch noch eine Klappe für die Yogamatte meiner Frau. Da haben wir nur zur Trennung Schlafraum nach vorne nur einen Vorhang reingeben. Auch wieder mit dem Design, wo auch jeder sich selber damit spielen kann, ob er es braucht oder nicht. Aber es ist sicher ein sehr nettes Detail. Man hat da ein bisschen eine Privatsphäre, was nicht immer unwichtig ist. Genau, jetzt kommen wir mal auf die andere Seite, da ist das Herzstück, wir dann gern kochen, das ist das Küchenmodul 2 von uns, das ist das größte Küchenmodul, ganz praktisch und auch wichtig, der Wasserhahn, dann haben wir ein großes Spülbecken, sehr groß eben, so dass man sagt, man kann die gute Katzenwäsche machen, ganz wichtig, und vorne haben wir dann quasi unsere Kochgelegenheit. Wir haben uns da für einen Primus entschieden, weil für uns einfach das beste Gerät ist. Ich habe da zwei Flammen, total ausreichend, 3000 Watt, super stark und ich kann das Gerät nach außen mitnehmen und das ist das Wichtige. Ich bin flexibel, man kocht auch doch beim Schönwetter draußen und nicht herinnen. Aber auch natürlich zum herinnen kochen, kein Thema. Des Weiteren auch natürlich ein Boiler an Bord mit 3 Liter, dass man da vorne ein warmes Wasser hat und im unteren Bereich mit einer Schublade wieder 31 Liter Frischwasser und dementsprechend auch den Behälter fürs Grauwasser. Das Grauwasser können wir mittlerweile, oder so haben wir uns entschieden, quasi mit einem Druckknopf, also mit einem Schalter abfließen lassen. Nach draußen, das was sehr praktisch ist, das heißt, ich muss die 31 Liter nicht rausnehmen, sondern das geht automatisch mit einem Taster und dann mit einem Schlauch anschließen und ich kann das natürlich dort, wo es genehmigt ist, entsorgen. Ganz wichtig. In dem Bereich haben wir unsere Lunchbox, da können wir uns gegenüber sitzen. Die Lunchbox hat auch noch den Vorteil, dass ich da eine Schublade rausziehen kann, da diesen Polster nehmen kann und ich habe hier eine erweiterte Sitzfläche, das heißt, wenn wir mal zu viert sind, wenn wir die Nachbarn einladen, auf ein kurzes Glas Wein. Des Weiteren ist in der Lunchbox dann unsere Trenntoilette versteckt, die Trelino, ganz wichtig für uns und auch eine total geschickte Sache und sehr einfach zu bedienen und man hat damit keinen Aufwand. Und sehr wichtig. Als zusätzlicher Stauraum haben wir 3 Stück von Hängeschränken, so wie diesen. 2 mit 60 lang und einer mit 80 lang. Und da hat einiges Platz. So, jetzt sind wir im vorderen Bereich des Fahrzeuges mit den 2 Drehsitzen, mit unseren eigenen Überzügen mittlerweile, mit Open to the World. Des Weiteren haben wir da ein Ablagemodul, ganz wichtig. Hier hat auch die Magnetverdunkelung im vorderen Bereich Platz. Wir haben uns auch da dagegen entschieden, Plissés zu nehmen. Also da liegen die Magnetverdunkelungen. Hier haben wir einen tollen Drehtisch, genau, wo man einfach eine größere Fläche entsteht. Und auch der auf dem Sitzer ein bisschen auch da einen Platz findet und auch gegenüber, wenn man die Lunchbox auszieht. Des Weiteren zur Verdunkelung sollten wir jetzt, sage ich mal, die Magnetverdunkelungen nicht drauf geben, haben wir uns da entschieden, einen Vorhang herzumachen, damit das Ganze nicht so auffällig ist, wenn man sagt, okay, man steht in der Stadt irgendwo.
Und man will nicht gleich auffallen und die Magnetverdunkelung aufgeben. Dann macht man da einen Vorhang zu, rechts und links. Und dann ist das Ganze auch verdunkelt und man hat dann auch seine gewisse Privatsphäre. Im Bereich der Küche haben wir noch ein paar Features angebracht. Einmal einen Mülleimer, dann eine Arbeitsplattenerweiterung. Dann einen Klapptisch. Kann man dann an die Gegebenheiten des Bodens anpassen. Des Weiteren gibt es noch ein mobiles Induktionskochfeld, damit, wenn einmal das Gas ausgegangen ist, auch mit Strom gekocht werden kann. Da haben wir dann im Außenbereich eine Steckdose angebracht. Dann haben wir noch einen USB-Schnelllader angebracht und einen Schalter fürs Grauwasser zum Abpumpen. So, schon langsam kommen wir ans Ende des Videos. Es ist total super, dass wir uns diesen Traum erfüllen haben können. Wir haben schon wieder demnächst eine Reise vor uns. Es geht ein bisschen ins Kalte. Und ja, es würde uns freuen, wenn ihr Interesse habt dran. Ihr könnt euch jederzeit bei uns in Eugendorf melden, jederzeit anrufen, einen Termin ausmachen. Wir stellen euch gleich gerne die Firma vor. Ja, und bis bald!